Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der 5. Runde in der DFB-Bundesliga zwischen dem SK in St. Pölten und dem FK Austria Wien. 0:0 das Ergebnis. Und wie immer darf ich unsere Trainer um ein kurzes Statement zum Spiel bitten. Beginnen mit unserem Gästetrainer Thomas Letsch. Ja, wir wussten, dass es hier in St. Pölten nicht so einfach ist, Tore zu erzielen. Das hat die Vergangenheit gezeigt und da erst auch mal ein Glückwunsch und ein Kompliment an den Coach, wie die Mannschaft da fightet und sich dazwischen wirft. Das kommt nicht von ungefähr, die Tabellenplatzierung. Und trotzdem glaube ich, dass wir in der ersten Halbzeit war ich nicht 100% zufrieden. Da waren wir speziell bei zweiten Bällen, wir waren nicht so aggressiv, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren, sind nicht so ins Spiel gekommen. Trotzdem hatten wir zwei gute Chancen von Christoph Mondschein und von Christian Scheusengeier. Zweite Halbzeit war dann deutlich besser und haben das Spiel aus meiner Sicht auch dominiert. Haben nach wie vor nichts zugelassen und vorne eben die Torchancen nicht genutzt. Oder wenn eine Torchance hätte entstehen können, in den letzten Ball nicht sauber gespielt. Und dann muss man es akzeptieren, wenn man eben mit einem 0:0 nach Hause fährt. Vielen Dank. Die Küber, bitte um deine Analyse zu den vergangenen 90 Minuten. Ja, natürlich ist es so, dass ich mit dem Punkt heute zufrieden bin, aber nicht aufgrund dessen, dass wir irgendwie vorher gewusst haben, dass der Außer wahrscheinlich mehr von Spieler wird, aber ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit eine Chance zugelassen haben, die was er ausgespielt hat. Sonst, glaube ich, haben wir eigentlich immer wirklich selber verteidigt und uns der Außer wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Zweiter, ist schon richtig, was der Thomas sagt, da haben sie dann mehr Spielanteile gehabt, die und haben dann natürlich mehr in ins letzte Drittel reinkommen, aber ohne dass ich sage, dass jetzt irgendwas gespielt worden wäre, wo ich sage, dass wir jetzt da wirklich Angst haben müssen. Und muss der Mannschaft wieder Riesenlob sprechen, weil die Austria ist sicher eine andere Austria wie letztes Jahr. Und wir nehmen den Punkt mit und können das Resultat werten. Zahlen lügen nicht. Die Auswärtsschwäche der Austria ist schon langsam eklatant. Fragt man sich als Trainer, was da los ist, ob sie jetzt 6 Spiele in Folge nicht gewonnen haben, Punkt macht immer nichts. Natürlich, man fragt sich als Trainer die ganze Zeit irgendwelche Dinge. Und wenn man jetzt, also 6 Spiele, das ist jetzt gar nicht sehr, die Saison ist völlig losgelöst von der vergangenen Saison. Und es war für mich halt ähnlich, wie es beim WAC war. WAC haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, haben die Torchancen nicht gemacht. Heute denke ich auch, dass die Torchancen da waren. Warum er jetzt zu Hause reingeht und hier nicht reingeht, ja, das ist eine gute Frage. Die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der anderen Seite muss man sagen, es geht ja auch darum, die positiven Dinge rauszuheben. Wir stehen insgesamt sehr stabil und lassen auch nichts zu. Das ist natürlich die Basis und von dem her, wir wollten hier unbedingt gewinnen und jetzt geht es eben daran, das aufzuarbeiten. Ja, was können wir verbessern und wo müssen wir uns verbessern, dass vorne das Ding auch reingeht, auch auswärts. Ich war jetzt ein bisschen provokant. Haben die drei Innenverteidiger das Offensivspiel gehemmt? Nein. Also, mir war ja klar, dass die Frage kommt. Ich sage, ein Grund, warum wir die drei Innenverteidiger aufgestellt haben, war, dass wir die Konter von St. Pölten verhindern und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen und man hat gesehen, Gardler, aber speziell Pack, wie kopfballstark er ist und da waren wir schon sehr präsent und nochmal, das haben wir nichts zugelassen. Umgekehrt, dass wir dann vorne die Torchancen nicht gemacht haben oder vielleicht auch weniger kreiert haben, hat mit der Systematik gar nichts zu tun. Keine weiteren Fragen gibt. Danke ich recht herzlich für eure Anwesenheit und wünsche unseren Gästen wieder noch eine gute Heimreise.